Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Und ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen, um hier den Anschluss, ja, noch zu haben. Die Dame hat uns gefragt, ob wir ihr helfen, und wir werden natürlich annehmen. Ich frage den zuständigen Beamten, wie weit er mit den Ermittlungen ist. Wenn ich ihm helfen kann, helfe ich. Danke. Sollte mir noch etwas einfallen, kann ich Sie dann irgendwie kontaktieren? Wollen Sie mir jetzt schon davonlaufen? Bei der ersten Gelegenheit. Jetzt ist kein Zeitpunkt, um in der Kälte zu stehen. Ich will nur nach Hause, die Tür verrammeln und nie wieder rausgehen. Natürlich warte ich, bis Detective Montag es erlaubt. Und ich werde versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Ich gebe Ihnen Zugriff auf meinen Infolink. Und dann stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Danke, Herr Nachbar. Herr Nachbar, ich habe die Sache reden. Warum redet sie mit Herr ihm, aber nicht mit mir? Soll ich dir etwa alle Nachbar, ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen hot auf mich, oder? Er hat ein bisschen Bock. Erwartet. Ist aber auch eine hübsche, also warum nicht? Ziemlich offensichtlich. Vor allem Detective. Wir haben es gesagt, Montag, Montag. Montag, sprecht es einfach deutsch aus. Montag. Meine Herren. Daria hat also tatsächlich mit Ihnen geredet. Zu mir hat sie kaum zwei Worte gesagt. Was kam dabei raus? Hat sie was gesehen? Sie meinen Ihre Zeugin da drüben. Sie ist noch nicht sicher. Wieso nicht sicher? Entweder hat sie was gesehen oder nicht. Sie hat Angst und glaubt, sie könnte in Gefahr sein. Ich habe ihr gesagt, es sei alles okay und der Täter würde gefasst. Ich würde das gern glauben. Geht mir genauso. Aber wie Sie sehen, war das Opfer augmentiert, so wie Sie. Das macht die Sache komplizierter. Als Cop in dieser Stadt geht es nicht immer darum, das Richtige zu tun oder etwas richtig zu machen. Es gibt keinen Grund für Komplikationen. Jemand wird ermordet, sie suchen den Mörder. Ob das Opfer ein Opti war oder nicht, spielt keine Rolle. Ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt und dem, was du für richtig hältst. Die sind zu nachsichtig mit der Polizei. Aus meiner Sicht ging es hier nie darum, das Richtige zu tun. Ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt und dem, was du für richtig hältst. Völlig richtig. Und wie haben Sie das gehandhabt? Derartige Befehle, meine ich. Ich habe gekündigt. In 2 Monaten liege ich am Strand. Ich kündige nicht. Aber ich respektiere Ihren Idealismus. Das ist lange her. Jetzt bin ich bei Interpol. Interpol, hm? Hören Sie, ganz unter uns, mir wurde gesagt, ich soll unnötige Ermittlungen unterlassen. Sie sollen wissen, dass ich so ein Vorgehen ablehne. Wer hat Ihnen diese Vorgabe erteilt? Männer, die Politik machen und selbst niemanden verhaften. Sie wollen den Ehemann des Opfers, Johnny Gunn, Ex-Sicherheitsmann, schwer augmentiert. In Ordnung. Aber wenn Sie das ablehnen, wenn Sie wissen, dass Dinge falsch laufen, warum unternehmen Sie dann nichts dagegen? Das habe ich gerade. Mir sind die Hände gebunden, aber Interpol könnte parallel ermitteln. Der Tatort ist da drüben und Johnny wohnt nur ein paar Blocks von hier entfernt. Ich sagte nie, dass ich an Ihrem Fall arbeiten werde. Doch, das haben Sie. Sie haben es Ihrer kleinen Freundin da drüben versprochen, oder nicht? Sie redet nicht mit Cops, weil sie uns nicht traut. Sie ist klug. Ich habe Befehl, den Ehemann zu verhaften. Falls Sie Johnny vor meinen Jungs erwischen, vielleicht erfahren wir dann was Neues. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Vorsicht wegen der Beweise. Interpol, für wen halten die sich? Okay, dann werden wir das mal machen. Wir sind doch ein guter Mensch, wir wollen... Ich wünschte, wir könnten jeden Opfer erschießen, den wir sehen. Oh Gott, diese Drecks... Rassisten, ich meine, im Endeffekt ist nichts anderes als Rassisten. EMP-Fragment, ein Fragment, das in der Nähe von Angela Gunns Leiche gefunden wurde. Vermutlich von einer EMP-Granate mit der vorwiegend Elektronik, die aktiviert wird, oder Menschen mit Augmentierungen. Sir, treten Sie von... Aber wenigstens ist dieser Detective Carl Montag, ich spreche jetzt einfach mal das Deutsch aus, ein
rechtschaffender, nicht augmentierter und nicht so ein Rassist, aber gut. Er kann allein nichts machen gegen das System. Der Presseausweis des Mutterfers Angela Gunn war Reporterin. Vor allem, wenn er halt bald in Pension geht, so wie ich es verstanden habe. Ich glaube, er hat was gefunden. Die Quetschungen an Angela Gunns Hals sind frisch. Offenbar hat sie der Mörder erwürgt und bei einem teilweise Fingerabdruck gelassen. Ah, gut. Über Angela Gunns linken Arm sind Schnittwunden. Offenbar wurde ihre Augmentierung gewaltsam entfernt. Das ist eine Nadel, es war gar kein Schraubenzieher, es dauert wie ein Schraubenzieher. In Angela Gunns rechter Schulter steckt eine abgebrochene Nadel. Wer hinterlässt denn so viele dumme Beweise? Weißt du das? Also, das ist total, total unter Drogen gestanden haben oder einfach nur dumm gewesen sein. Und warum haben die das nicht alles nicht gefunden? Sieht alles gehört das zu einer Brille. Ach, sag bloß. Ist auch geil, wenn man es einfach kaputt machen kann. So. Das. Sie reißen uns mit von den Stiften. Ah. Eine herausgerissene Augmentierung. Wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich. Er wollte sie nur aus dem Körper entfernen. Okay. Alle beweisen sich schon. 7 von 7. Das war's schon. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen und nicht einfach jetzt hier lang gerannt. Was wir jetzt aber logischerweise machen. Okay, ja, schön, wir haben den Presseausweis gefunden. Geil. Wo muss ich denn jetzt hin? Gehen wir davon aus, darüber. Er hat auch irgendwas gesagt, von wegen, dass das nur ein... Das sieht ja geil aus. Dass das nur ein paar Blocks entfernt ist. Also ich werde ja wohl kaum mit dem Zug fahren müssen, oder? Oder? Ne, hier. Hä? Was denn nun? Johnny Gunn, ja, ich muss wirklich dahin reisen. Oh, meine Herren. Mit Collar reden. Oh, ich verliere aber jetzt schon langsam den Überblick. Nach Xista irgendwas reisen, Collar reden, und das war auch noch. Das ist auch Xista irgendwas? Nee, das ist Davni irgendwas. Ah, oh, die tschechischen Namen. Gibt's dafür nicht übersetzte Namen? Also die Namen einmal in der Landessprache, Landesschrift, wie auch immer. Und dann aber nochmal als internationale Version. So wie halt ein München im Englischen auch nicht München heißt, sondern Munich. Ich habe eine Genehmigung. Und ich glaube, Sachsen heißt im Spanischen Sajonia. Nehmen wir gerade so ein. Okay. Moment, wo wollen wir jetzt hinreisen? Mit Johnny Gunn reden, da, genau. Das interessiert mich gerade am meisten, muss ich zugeben, mit dem Mordfall da, deswegen verfolgen wir das jetzt. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir so ein bisschen querbeet die Nebenmission machen, das stört ja im Spiel, das stört das Spiel nicht. Ich denke, das würde uns darauf hinweisen, wenn wir irgendwas nicht schaffen. Wenn irgendeine Mission die andere aufhebt, wir hatten ja bei der letzten Hauptmission auch die Wahl, ob wir jetzt die Frau retten oder ob wir in der Bank irgendwas stehlen. Wir haben uns dafür entschieden, die Frau zu retten. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, aber wir haben immerhin Leben gerettet. Die wäre sonst mit ihrem Geist in irgendeine Maschine rein. Keine Ahnung, ob ich denn überhaupt noch als Lebewesen so existent gewesen wäre. Na dann mal los. Mit denen die Deals machen. Hupf. Schicke Klamotten. Eines Tages bin ich der Boss dieser Familie. Lieber Herr Gunn, wo wohnen Sie denn genau? Irgendwo hier drin. Ist aber ziemlich voll. Ach, ein Basketball. Ist ja auch ein Korb.
Schade, ich dachte schon, wir können Scheiben einschießen. Wobei, ich bin ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Ich möchte doch hier nicht randalieren. Hey, wo willst du hin? Warum klopfe ich nicht einfach vorher? Auf jeden Fall ein starker Trinker zu sein, wie es aussieht. Hast du was zu trinken dabei? Wenn du einen Mann so überfällst, solltest du wenigstens was mitbringen. Bist du Johnny Gunn? Bin ich. Was willst du? Hast du das von deiner Frau gehört? Welcher? Wie bitte? Ich war öfter verheiratet. Von welcher Frau reden wir? Angela ist tot. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ihre Leiche lag in einer Gasse. Von der Toten, von der dir irgendein Tier in Stücke gerissen. Von der dir irgendein Tier. Ich glaube, die weiß welche. Nee. Von Tier. Von der Toten, von der die irgendein Tier in Stücke gerissen hat. Sie hat einen Namen, weißt du? Angie für ihre Freunde, Angela für dich. Du hast es also schon gewusst? Dein Freund, der Detective, hat angerufen. Ich soll hier bleiben und auf dich warten. Also habe ich gewartet. Kooperation. Angelas Tod scheint dich nicht sehr mitzunehmen. Sie war deine Frau, oder? Du hast dich doch nichts dagegen, wenn ich mich umsehe. Bell Tower. Ist das ein Bell Tower-Abzeichen aus deiner Jacke? Alibi, wo warst du heute Nacht? Ist das ein Bell Tower-Abzeichen auf deiner Jacke? Ja. Und? Sagen wir einfach, ich kenne Bell Tower. Was soll das heißen? Du kennst sie. Ich habe mich schon mal mit denen angelegt. Es gab viele Tote. Es war gar nichts heißen. Ich hatte nur noch auch schon mal mit denen zu tun. Das ist alles. Ich kenne ihren Pensionsplan. Anscheinend sind sie richtig nett zu dir. Es soll gar nichts heißen. Ich hatte nur auch schon mal mit denen zu tun. Das ist alles. Echt? Du kommst mir auch bekannt vor. Wir haben aber nicht zusammen gearbeitet, oder? Kanntest du Jared Alley oder Paul? Nein, zumindest nicht persönlich. Schade, wir waren alle gemeinsam in New South Wales. Ich dachte, du wärst vielleicht... Egal, es geht ihnen allen jetzt gut. Relativ. Australien? Warst du nicht während des Bürgerkriegs dort? Richtig. Und das war nur der Anfang. Nicht meine erste Wahl, aber eine Wahl hatte man bei Bell Tower nur selten. Sie bestimmen, wohin du gehst, was du dort machst, wechseln deine Teile aus, wann und wie es ihnen gefällt. Ich wurde auch nicht freiwillig augmentiert. Nicht beim ersten Mal. Aber wir sollen dafür auch noch dankbar sein. Metall ist viel besser als Haut, stimmt's? Mir haben sie es so verkauft. Zum Teil stimmt das sogar, aber nur zum Teil. Ich kann durch Feuer gehen. Sand klebt nicht zwischen meinen Zehen und ein Messer durch die Hand stört mich nicht. Aber meinen Gefühlen kann ich nicht trauen. Sogar meine Träume sind aus Metall. Sind beide Hände aus Metall? Finger sind was für Menschen, Mr. Gunn. Was Sie haben, ist viel besser. Und dann haben Sie gesagt, was ich tun soll. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Ich sag dir was. Das bin ich nicht mehr. Schon sehr lange nicht. An Angelas Hals wurde ein Teilfingerabdruck von der Person gefunden, die sie erwürgt hat. Meine Hände haben in Kriegen getötet, von denen man noch nie gehört hat. Ich hinterlasse keine Spuren, selbst wenn ich es wollte. Damit kannst du besser töten. Ich werde also nie erwischt. Ironisch, was? Ein guter Killer zu sein, rettet mich hier vermutlich. Oder denkst du immer noch, ich habe Angela getötet? Eigentlich nicht. Ich habe von Anfang an nicht gedacht, dass er die getötet hat. Tut mir leid, was ein Bell Tower dir angetan hat. Auch wenn du keinen Ausdruck auf Angelas Hals hinterlassen hast, da hast du das nicht, dass du unschuldig bist. Ich wollte dich weder verhaften noch freisprechen, nur befragen. Ich wollte dich weder verhaften noch freisprechen. Nur befragen. Entschuldigung angenommen. Und jetzt wäre ich gern allein. Johnny Gunn reden, habe ich gemacht. Und jetzt? Und jetzt? In Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert. Und in den zwingenden Beweis finden. Ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte. Und so. Ich lasse mich lieber nicht auf Montagsbauchgefühl, wenn es darum geht, einen Mann wegzusperren. Ich muss etwas finden, das Johnny mit dem Mord in Verbindung bringt und seine Unschuld beweisen. Ja, hoffentlich mal seine Unschuld beweisen. Du verwechselst mich mit jemand anderem. Passiert mir ständig. Das Kollektiv ist eine der gefährlichsten
99 Flaschen Bier an der Wand. 99 Flaschen Bier. Auch geil, wie er mich einfach anscheinend hier rumgurken lässt. Ja, der Typ ist doch nur am Saufen. Das ist doch nur logisch, dass da nichts damit zu tun hat. 98 Flaschen Bier an der Wand. 98 Flaschen Bier. Dieser Verrückte. Klar, natürlich nichts. Der ist eh schon arm dran. Wer weiß, dass wir wieder Geheimnis finden müssen. A.ich von Johnny Gunn für Angie. Ich fand Vergnügen daran, dich aufs Kreuz zu legen. So viele sinnlose Zeit. Ich fand Vergnügen. In der Stille zu töten war Güte gewissermaßen. Meine Hände sind sonntags beste. Meine mutigen neuen Füße, es stört mich. Was? Wahrscheinlich besoffen. Als er das geschrieben hat. Warum liefert ihn das? Ofenlader einschalten, dann brennt er hier alles ab, bin ich doof. Scheint auch ziemlich viel Kohle zu haben, bei so vielen Flaschen, wo noch was drin ist. Und gut, das sieht aus so, als wenn das hier noch zu wäre und nicht offen. Säuft also gerne Bier. Ach, ich muss nach unten? Warum muss ich nach unten? Warum liefern die nicht? Hä? Irgendwas. Das richtig sehen, muss ich nach unten. Ja. Okay. Krass, ich dachte, bei ihm soll ich irgendwas finden, so ein Alibi oder so. Ah, Moment, wir müssen mal in die richtige gehen, sonst halten die mich wieder ein und nerven rum. Ja, und das ist halt auch nervig an dieser Open-World-Geschichte, an dieser Möchtegern-Open-World-Geschichte. Moment. Optional. Gab es nicht noch mehr Optionale? Sekundär, zwingenden Beweis finden. Ist aber abgeschlossen. Ach so. Dann habe ich mich verlesen. Ich dachte, das wäre noch offen. Aber wie es aussieht, bin ich durch und kann ich jetzt sagen, pass auf, Junge, der ist es nicht gewesen, hoffentlich. Also, davon gehe ich aus. Ja, genau, dieses dumme Hin- und Herreisen mit diesen ewigen Ladezeiten. Ich meine, Ladezeiten hat man auch, wenn es nicht Open World ist, aber ich denke, das ist dann hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Es sei denn, man macht es so wie bei Witcher 3. Ja, ich erwähne das Spiel oft, aber ich denke, jeder, der das Spiel kennt, kann es nachvollziehen. Das ist riesengroß und hat so wenig Ladezeiten und die Ladezeiten, die sind auch noch so kurz. Ich meine, was für Riesengebiete man da hat, in denen man ohne Ladezeit auskommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, Skellige ist schon sehr groß, die Skelliger Inseln, dass man da von Insel zu Insel quasi gehen kann, ohne dass es lädt, aber wenn man dann in Novigrad und sowas ist, oh Gott, das ist ja wirklich unendlich groß, das ganze Gebiet. Alter, nee, das gibt's gar nicht, das ist wirklich, ach Gott, wie früher halt. Die Schwarzen müssen links lang gehen und die Weißen rechts. Nur, dass es diesmal halt augmentierte sind und keine Schwarzen, die hinten im Bus sitzen müssen oder so. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich sitze immer freiwillig gerne hinten im Bus. Ah, ich bin auch schwarz, von daher. Also, das ist interessant. So, und jetzt bitte sag mir oder zeig mir, dass du das genauso siehst wie ich und der unschuldig ist. Übrigens, ich habe Daria nach Hause geschickt. Ich glaube nicht, dass sie was gesehen hat. Okay, ich habe einfach Fragen zu dem Mord. Ich glaube, ich kann den Mord an Angela Gunn jetzt aufklären. Das erste habe ich, was ich brauche. Ich soll die gehen. Okay.
Okay, ich habe ein paar Fragen zu dem Mord. Bevor wir loslegen, sollten Sie etwas über Johnny Gunn wissen. Er ist kein guter Mensch. Ich mag nicht, wie meine Bosse sich auf ihn einschießen, aber das macht ihn auch nicht unschuldig. Mir ist wichtig, dass Sie aus den richtigen Gründen hier sind. Warum sollte ich sonst hier sein? Ich will hier keinen Kreuzzug. Verbrecher begehen Verbrechen. In einer perfekten Welt verhaften wir sie aus den richtigen Gründen. Aber die Welt ist nicht immer perfekt. Sie verhaften den Ehemann des Opfers nur, wenn Sie Beweise haben, richtig? Es reicht nicht, dass er nur ein Opti ist und Ihre Bosse ihn im Knast sehen wollen. Ich halte erstmal die Füße still. Aber ohne Beweis, dass jemand anders Angela getötet hat, oder zumindest, dass Johnny es nicht war, habe ich keine Wahl. Reden Sie mit ihm und teilen Sie mir Ihre ehrliche Einschätzung mit, was hier passiert ist. Ja, warum genau vertrauen Sie mir? Weil ich den Eindruck habe, dass Sie kompetent sind. Weil ich alt genug bin, um zuzugeben, dass ich Hilfe brauchen könnte. Und, unter uns, weil ich eine Scheißangst habe, einem Mann wie Johnny Gunn entgegenzutreten. Wie lange sind Sie schon Polizist? Ah, zu lange. Und dann muss es auch noch so enden. Was meinen Sie damit? Ich meine, so einen Fall zu kriegen. Die Zentrale macht sich einen Spaß, bevor sie mich in Pension schickt. Aber keine Sorge, ich werde schon überleben. Ich schaffe das. Der Fall ist ein Spaß für Sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, die Zentrale macht sich einen Spaß. Viele Jahre am Schreibtisch heißt nur, dass ich etwas eingerostet bin. Es gibt so viele Vorurteile gegen Optis seit dem Zwischenfall. Stimmt, und? Nun, zum Glück sind die Polizisten hier alle Profis, stimmt's? Sie behandeln alle gleich, richtig? Egal, ob Opti oder nicht. So einfach ist es nicht, und das wissen Sie. Die Polizei ist kein abstraktes Ideal von Gerechtigkeit und Gesetz. Sie ist ein Instrument der Machthaber. Ein Spiegelbild der Gesellschaft, die sie beschützt. Viel habe ich von diesem sogenannten Schutz noch nicht gesehen. Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Ich bin hier, weil es mir nicht gefällt, dass jemand direkt vor meiner Nase Leute umbringt. Vielleicht beobachtet er gerade in diesem Moment die arme Zeugin. Oder er sucht eine Gelegenheit, um es wieder zu tun. Das klingt gut, Mr. Interpol. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne hier einen Cut machen. Das Problem ist nur, dass ich nach der Folge nicht noch eine aufnehme. Deswegen müssen wir wieder eine extra lange Folge machen. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ich weiß, dass Sie und Johnny sich nicht vertragen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Was wissen wir über Johnny, den Ehemann des Opfers? Er hat für das private Sicherheitsunternehmen Bell Tower gearbeitet. Und wurde schon wegen allem Möglichen verhaftet. Ich glaube zwar an Beweise, aber ich glaube auch an Wahrscheinlichkeit. In 9 von 10 Fällen war es der Ehemann. Warum wollen Ihre Vorgesetzten Johnny einen Mord anhängen? Das kann doch nicht bloß Antipathie sein. Standardvorgehen für Typen wie Johnny. Ich glaube, wenn man einen Mann wie ihn nach Gotham City schickt, gerät er auf die schiefe Bahn. Und landet bei der Ark oder sonst wo. Er macht 10-mal mehr Ärger, als er wert ist. Aber wenn man ihm was Großes nachweisen kann, ein Mord zum Beispiel, macht er plötzlich keinen Ärger mehr. Haben Sie etwas von der Zeugin erfahren? Für mich klang es so, als hätte sie was gesehen. Wer? Die graue Maus? Ich dachte, Daria wäre ihre Sache. Ich bin offenbar nicht gut genug. Mit mir redet sie nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt geklärt, dass der Fingerabdruck nicht von dem Johnny Gunn sein kann, weil er ja keine Finger mehr hat. Hat der Mörder etwas zurückgelassen oder kommt Ihnen etwas komisch vor? Ich weiß nicht.
Es ist ein Mord. Egal, ob sie den von der Seite oder im Kopfstand betrachten. Normal wird sowas nie. Ich habe an Angelas Hals einen Fingerabdruck sichergestellt. Es ist nur ein Teil und für eine Identifizierung wird es nicht reichen. Aber der Täter hat etwas hinterlassen. Und wir wissen, sie wurde gewürgt. Ein Fingerabdruck. Den muss ich übersehen haben. Genau von solchen Beweisen rede ich. Dann kann sich Johnny nicht mehr rauswinden. Aber wir müssen es ihm nachweisen. Hä, aber der kann doch keinen Fingerabdruck hinterlassen haben, weil er doch Metallhände hat. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Augmentierung entfernt wurden. Anscheinend wusste der Mörder, was er tat. Er wusste genau, was er wollte. Vielleicht wollte Johnny ein Erinnerungsstück an Sie. Oder jemand hat die Leiche gefunden und ausgeräumt. Es gibt hier viele Plünderer. Ob Arm oder Brieftasche. Die klauen einfach alles. In der Schulter des Opfers steckte eine abgebrochene Nadel. Der Mörder hat Angela vielleicht zuerst betäubt und dann getötet. Eine Nadel, was? In welcher Schulter? In der rechten, warum? Wahrscheinlich unwichtig. Aber da war dieser andere Cop, Smolinski. Er hatte diese Theorie über einen Nachahmungstäter, der die Taten eines Mörders von früher kopiert, Svobodka. Es gibt eine Verbindung zu einem anderen Fall? Ich weiß noch nicht. Aber einiges, das Ihnen aufgefallen ist, kommt mir sehr bekannt vor. Jemand wie Sie würde sich das näher ansehen wollen. Und wie würde ich das machen? Smolinski starb bei dem Anschlag auf das Polizeirevier. Übrig gebliebene Akten müssten ins Lager gebracht worden sein. Gegenüber von dem zerbombten Revier. Wer weiß, vielleicht hat Smolinski was gefunden, das Licht auf diese Scheiße wirft. Muss ich etwas über den Tatort wissen? Ist Ihnen was aufgefallen? Die zerteilte Leiche ist recht auffällig. Aber ich saß auch 12 Jahre hinter einem Schreibtisch. Für mich ist alles auffällig. Oh, kann ich später mit ihm weiterreden? Fürs Erste habe ich, was ich brauche. Ich sollte gehen. Soll mir recht sein. Geil, dass ich einfach das Gespräch unterbrechen kann, dann wahrscheinlich auch später fortführen, oder? Interpol. Amüsieren Sie sich gut, die... Ja, immer. Fuck. Fürs Erste... Weil sonst hätte ich länger aufgenommen. Ich meine, für euch ist es schön, logischerweise. Da habe ich, was ich brauche. Sie? Aber ich bin so müde, ich muss schlafen gehen. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax ist bis auf mich morgen. Tschö, tschö.